Liebe Zuschauer, Sie sind wieder da. Die Franken stellen den Mäuseturm auf den Kopf. Applaus für Volker Heißmann und Martin Rassau. Hallihallo, guten Abend. Schön, wieder hier zu sein. Wir freuen uns in Bingen. Hier am Rhein und der Mäuseturm steht noch, ist das schön. Man kann ihn immer wieder anschauen, jahrelang der gleiche Turm hier, es ist ein Traum. Es ist so schön. Und wenn man total viel Fantasie hat, sieht man drüben Schloss Neuschwanstein. Und wir sind auch ganz froh, dass der Bürgermeister von Bingen heute endlich mal, das heißt endlich, dass er mal Zeit gefunden hat, diese Comedy Nights in Bingen. Guten Abend, Herr Bürgermeister, schön, dass Sie gar nicht rasiert. Hui. Schön, dass Sie da sind. Es ist, auch die Gattin ist dabei, das freut uns. Und wir haben natürlich auch einen kleinen Blumengruß vorbereitet für die Gattin. Ist noch was übrig geblieben vor der Landesgartenschau? Hui, da haben wir schon was Schönes. Und wir haben uns Mühe gegeben, das ist, du findest momentan am Friedhof nichts an, aber Herr Bürgermeister, ein herzliches Willkommen, schön, dass Sie da sind. Nehmen wir Platz, so wichtig sind Sie es auch nicht. Einen kleinen Blumengruß für die Gattin, dürfen Sie behalten. Wenn vielleicht jemand von der örtlichen Presse, von dem Binger Bing News oder was da ist, dann können wir schnell ein Foto machen. Oh, da ist jemand hier. Wenn Sie vielleicht, Frau Bürgermeister, kurz aufgeben, gemeinsam ein Foto machen. So, jetzt haben wir das Offizielle erledigt. Dann können wir jetzt anfangen mit unserem Programm. Und hallo, gehen Sie mal weg, da die Leute sehen nichts. Können Sie die beiden Künstler noch schnell herholen? Ich muss dann weiter. Die beiden Künstler, ob Sie die noch herholen können. Die Hannes und der Bürgermeister, wie die heißen. Entschuldigung, wir sind den Hannes und der Bürgermeister. Wir sind noch ein paar Jahre jünger. Ja, wir sind Heißmann und Rassau. Ja, kenne ich Heißau und Rassmann, aber die beiden sind ja immer unterwegs als Hannes oder Badesalz, glaube ich, machen sie auch, ne? Badesalz und Herbert und Schnipsi. Nein, wir sind Heißmann und Rassau. Das andere sind alles Kollegen von uns. Heißau und Rassmann. Heißmann und Rassau. Ja, holen Sie die bitte. Der eine ist doch schon da. Wer? Der Rassau. Sie sind der Rassau? Ich bin der Rassau. Das gibt's doch nicht, der ist doch lustig. Der Rassau. Gibt's jetzt da zum Klatschen? Sie haben ja nichts verloren auf der Bühne. Wir machen jetzt eine Fernsehaufzeichnung, da brauchen wir Sie jetzt nicht. Nein, ich muss nämlich noch weiter, weil heute ist nämlich auch 25. Todestag von der Taube Amelie. Die Binger, wenn Sie noch erinnern, vor 25 Jahren ist die vom Mäuseturm hier, vom obersten Turm, ist die runtergeflogen, hat vergessen, dass sie fliegen kann und ist mit dem Schnabel aufditscht und hat dann einen Schnabelbruch gehabt und konnte nicht mehr fressen. Also selbstständig. Und dann hat sich eine Frau gemeldet, die hat dann eine Handaufzucht gemacht mit der Taube Amelie. Aber das Dumme war, die Frau, die hatte keine Hände mehr. Die war quasi, und dann kann man auch Handaufzucht machen. Und dann ist die Taube verstorben und da ist heute Fackelzug zum Ehrentag von 25 Jahren. Und da muss ich jetzt Foto machen vom Bahnhof. Wie geht denn der Fackelzug rüber da auf dem Mäuseturm? Die schwimmen, die Fackeln sind oben und die Taucher sind unten. Also es gibt ja rein in Flammen und so, aber den Fackelzug habe ich noch nirgendwo gelesen. Ja. Nein, das machen wir, weil ich muss den Bericht noch fertig schreiben. Nee, dann gehen Sie und schreiben Sie den Bericht fertig. Wir wollen jetzt hier unser Programm machen. Ja, weil ich mache für die Zeitung, ne? Für Zeitung? Sie schreiben für die Zeitung? Ja, für die Apothekenrundschau. Apothekenrundschau. Dann machen wir eine Titten-Story. Also, eine Titten, keine Titten-Story. Eine Titten, da wäre ich ja vom Playboy. Nein, weil die Titten... Eine Titelstory machen wir über Krampfadern. Und die beiden machen doch immer so Krämpfe. Da wäre doch ganz gut, wenn man so eine schöne Sache machen könnte dann mit den beiden. Krämpfe. Krampfadern. Krampfadern. Bleiben Sie einen Moment da. Volker, geh mal her. Da sind wir vor der Apothekenzeit und dann macht was über Diarrhoe. Dann möchte ein Bild von dir. Kommst du mal, Volker? Der ist so blöd. Schau mal los. Guten Abend, meine Damen und Herren. Fangen wir mal auf. Das ist schön. Dankeschön. Das ist ein Anno. Schau her. Ja, wunderbar. Ich nehme es dann mit. Dankeschön. Also, schön bei Ihnen zu sein. Hier, ich weiß nicht, warum der Martin immer so die Begrüßung macht. Normal mache ich die Begrüßung immer, er kommt dann dazu. Heute hat er gesagt, nein, in Bingen, da sitzen die Menschen mit einem halben Hemd aus blauer Seide und sehen fantasievolle Schlösser um sich herum.
dann möchte er das machen, ne? Dann machst du es halt du, dann komm halt ich her. Nein, wir freuen uns sehr, dass man, weil es ist so schön, am Rhein zu sein. Wenn man aus Franken kommt, hat man ja auch einen guten Wein, aber bei euch gibt es halt auch so einen guten Wein, wenn man die Weinberge da sieht. Und wir sind ja schon seit heute früh hier und haben also eine Weinprobe nach der anderen gehabt, ja. Sind zugedröhnt und es ist so schön, dann bin ich dann durch Bingen gegangen, ja, diese wunderschöne, moderne Altstadt, ja, die so, also ein wunderbares Lokal neben einem anderen, da bin ich reingegangen, ins eine war außen Menü gestanden, ja, ein Schoppen Riesling, ein Schnaps, 6 €, zwei Schoppen Riesling, zwei Schnäpse, 10 €. Dann bin ich rein, war ein runder Tisch mit 3 Einheimischen, 3 echte Binge, ja, also Bing, Bong und Paul wahrscheinlich, die Aboriginals von Bingen, ja, Aboriginals. Und die hatten schon einige Male gegessen heute, also die waren schon babsatt. Und dann klopfe ich an dem Stehtisch, sage ich, na, servus, ich bin der Volker aus Franken, aus Fürth, geht's euch gut? Super. Der zweite, miau. Und der dritte, passt schon. Habe ich gesagt, ihr seid ja strunzebesoffen. Wenn einer von euch mir ein Wort sagen kann, ohne zu gatzen und zu stottern, bekommt er 100 € hier auf dem Tisch. Könnt ihr euch noch einmal ein paar Runden Riesling leisten. Ne? Sag mal, irgendein Bundesland. Der erste, Thüringen. So, bist du schon weg. Der zweite, Hessen. So, bist du schon draußen. Der dritte, Sachsen. Bin ich erschrocken, wollte mal Geld raustun. Anhalt. Also, das. Das sind die Begegnungen hier in Bingen. Und ich freue mich jetzt mit Ihnen auf eine wunderschöne Zeit mit einigen Sketchen. Ein bisschen, ja, Blödsinn, ein paar Witzle kommen natürlich. Waltraud und Mariechen dürfen natürlich nicht fehlen, die beiden Damen. Die dauert aber noch nicht. Nein, Moment. Die sind noch nicht da, die wollten unbedingt mit dem Fahrrad fahren und es ist also, sind doch 290 Kilometer von Fürth nach Bingen, sind aber schon vor 14 Tagen losgefahren. Also es kann sich nur noch um Stunden dauern und wir wollen Ihnen ein kleines Potpourri an schönen, wunderbaren Sakkos und Anzügen zeigen. Und wenn Sie glauben, dass dieses Sakko schon das Schlimmste ist, was Sie heute Abend ertragen müssen, weit gefehlt, es kommt nur schlimmer. Dankeschön. Ja, da schaut man. Ich habe mir gedacht, der kleine Hommage an die Landesgartenschau, die vor vielen Jahren hier war. Ich habe gedacht, muss man wegen passend die Blummerzwiebeln rauszogen und das ist daraus gewachsen und das ist schon schön. Im März waren wir erst mit dem Flusskreuzfahrtschiff unterwegs, sind hier zweimal vorbeigefahren, weil wir 2 Fahrten gemacht haben. Sehr schön, ein toller Anblick, wenn ich Mittelrhein, da Lorelei, was alles kommt, herrlich, herrlich. Kommst du allerdings mit dem Zug an nach Bingen? Also Hauptbahnhof ist ja schon, also. Da traut sich die Bahn schon weit aus dem Fenster lehnen. Hauptbahnhof Bingen. Leute, da. In einem Gleisdreieck ist einmal Ülchert, wo ein Bahnsteig und da kannst du aussteigen, was gar nicht, wo es bist, was gar nicht, wie es wegkommst und steigst wieder den nächsten Zug ein und fährst weiter. Das ist Bahnhofsgaststätten gibt und, aber Hauptsache, der Parkplatz vor dem Bahnhof kostet Geld. Da willst du freiwillig gar nicht stehen bleiben. Da, wenn du deinen Besuch hinfährst, machst die Tür auf, schmeißt dann, du bremst nicht einmal, du haust den raus und fährst gleich wieder weg. Aber gut, wir sind hier mit dem Auto gekommen. Und fahren dann wieder weg mit dem Auto. Nein, es ist ja auch so, ich habe mich aber umgeschaut in der Stadt, es gibt auch tolle Läden, es gibt auch Buchläden und das finde ich sehr schön. Bücher ist ja, Buch ist immer wertvoll und wir haben uns immer gedacht, so Buchläden, das, also viele kennen es ja gar nicht mehr. Ne? Wir schauen mal rein, wir zeigen Ihnen mal hier in Bingen, wie es in einem fränkischen Buchladen so zugeht. Oh, Kundschaft. Ding, dong, da, ding. Grüß Gott. Wir haben eine Schiebetür. Ach. Entschuldigung, habe ich gar nicht. Ja, toll. Ja. Hat unser Chef einbaut, der trägt immer so hellblaue Halbarmhemden. Ja, schön. Also ist toll, was Sie beim Fernsehen alles am Schiebetüren auf der Bühne. Der Fernsehen ist ein Buchladen. Guten Tag, ich suche ein Buch. Ja.
In welche Richtung? Also, haben Sie vielleicht einen Anhaltspunkt? Haben Sie vielleicht irgendwie so einen, also einen Autoren oder einen Titel? Autor, das war, warten Sie mal, das weiß ich noch genau, das war, glaube ich, ein Herr Temper. Ein Herr Temper? Temper, ja, lassen Sie mich überlegen. Temper. Vorname war Sepp. September. Der September war es, genau. September. Nee, sagt mir jetzt so gar nichts. Der Temper, ne? Sepp, nein, August war es. Ah, Sie möchten was? August der Starke, der Sachsenkönig. Im Osten. War doch der, oder? Der war im Osten, ja, ja. Nein, ja. Es ist aber im Gegenteil, im Westen. Ja, ah, im Westen nichts Neues. Wolfgang Borchert. Nein, nicht im Westen, da war doch dieser Häuptling der Abahatschis. Gesundheit. Nein, der Häuptling, Helmut Kohl. Nein, der Manitou, den sein kleiner Bruder, der Häuptling der Apachen. Häuptling der Apachen? Bitte, ah, du. Ah, Sie meinen was vom Karl May? May, ich wusste, dass er Monat war. Karl May, genau. Der Mai war es, genau, das Maiskala. Da brauche ich, von Winnetou brauche ich was, ja. Von Winnetou, also Winnetou 1. Was? Winnetou 1. Ist so in sich schon falsch. Winnetou 1. Warum? Winnetou. Kennen Sie den persönlich? Nein. Dann Winnetou. Winnetou. Nicht, ja. Winnetou. Aber was wollen Sie mit so einer Trivialliteratur? Nimmst du was literarisch Wertvolles? Shakespeare zum Beispiel. Ach, das spritzt immer so. Warum spritzt es? Ja, wenn man das Bier shakt und dann pssst, Shakespeare. Nein, Shakespeare. William Shakespeare. Ach, ein Herrengedeck, erst ein Willi und dann ein Bier. Ja, ja, Willi, Shakespeare. Hau mal später noch rein. Shakespeare, das ist ein großer, dramatischer englischer Dichter. Ein Dichter? Ja, oder Sie nehmen vielleicht fast die Schiller. Friedrich von Schiller, die Räuber. Oder ja, der Old Shatterhand, das war ein, der hat die Räuber immer eine auf. Nein, die Räuber. Oder Sie nehmen Goethes Faust. Gnädiges Fräulein, darf ich es wagen, Ihren Arm und Geleit anzutragen? Sind Sie nur ganz sauber? Schon? Das hör ich schon mal. Ein klassisches Zitat. Der Old Weppel war da dabei, der Old Weppel und der Kolibris haben die, hat er geschrieben. Und der Kolibris? Der Karl May hat doch nichts unter Kolibris geschrieben. Und der Kolibris. Und der Geiern. So groß waren die? Kleines Spuk. Oder im Tal der Doofen. Im Tal der Doofen. Welches Tal der Doofen? Im Tal der Doofen war doch, nein, das. Nein, hat doch. Im Tal der Toten? Nein, Tal der Doofen, weil es waren ja lauter Schlangen in dem Tal. Und wenn man da durch ist, war man doof. Und wenn man nicht durchgegangen ist, also Tal der Doofen. Erst waren sie doof, dann waren sie tot. Aber nein, das ist erst im Tal der Toten. Im Tal der Doofen, ja, ja. Und mit dem. War nicht irgendwas mit Florian Silbereisen, war doch was? Der Florian Silbereisen, nein. Mit Helene Fischer. Nein, das verwechseln Sie. Der Florian Silbereisen, der ist zusammen mit der Helene Fischer. Und wenn die mal Kinder kriegen, dann kriegen die Silberfische. Nein. Ja. Aber die spielen da überhaupt nicht mit. Das ist ja Western. Der hat es hier noch gar nicht gegeben, ja, wie der Karl May das geschrieben hat. Nein, aber der Schatz von der Fischer ist doch der Silbereisen. Der Schatz vom Silbereisen. Der Schatz im Silbersee. Das Buch, ja, brauche ich. Warum wollen Sie ausgerechnet der Schatz im Silbersee? Ja, weil es genau 7,5 Zentimeter dick ist. Und das fehlt mir unter meinem Küchenschrank, sonst fällt er um. Brauchen genau. Ja, tut mir leid. Das braucht man halt. Aber ist ja Blödsinn. Ist ja völliger Blödsinn. Entschuldigung, das ist ein Eisigst. Wir machen halt immer, wir sind ja keine Kabarettisten, wir sind ja Komödianten. Wir machen einen Blödsinn. Einfach aus dem Bauch raus lachen, ein Geschmarri, wo Sie sich dann nachfragen, warum haben wir jetzt da gelacht? Ne? So richtig schön blöd. Da haben wir sogar Nachahmer hier. Aber das, ja, wenn Sie dann später rausgehen und sagen, allmächt war das blöd, aber schön, haben wir alles richtig gemacht, mehr wollen wir gar nicht. Wissen Sie, und wir wollen aber Ihnen mal zeigen, wieso. Dass du Ihrer Frau sich nie überdrehen, so allmächt warst du blöd. Aber schön. Das ist nur die Kurven dann, ja, kriegt. Das ist wichtig. Nein, weil da ja so Witze, das ist das Schöne. Wir alle kennen Witze. Und wenn wir einen erzählen wollen, fällt uns keiner ein. Ne? Ist ja meistens so. Und dann, da gibt es ja die unterschiedlichsten Arten von Witze, wie man es erzählen kann. Ja, Witz ist ja Witz. Der, ja, muss lustig sein. Dann passt. Genau, und der muss auf die Schnelle auf die Pointe kommen. Nicht lang rumreden. Ich habe zum Beispiel einen schönen Witz. Du? Ja. Seit wann? Na, wirklich, der ist echt schön. Und zwar fährt ein Mann mit seinem Auto. Ja, mit seinem Auto? Das ist egal, ist ein Witz. Der fährt, ja, weißt du schon, das ist ein Witz. Das kann ja vielleicht ausschlaggebend sein für die Bonde, was das für ein Auto ist. Völlig unausschlaggebend für die Bonde. Das passt mir doch erst hinterher. Kannst du einfach so einen wichtigen Punkt überspringen? Manchmal braucht der Witz die Details, damit man auch lachen kann danach. Solche Leute machen einen Witz kaputt, ne? Also wenn dann alles das mache ich den Witz kaputt, bloß weil er nicht gescheit erzählen kann. Nee, ist doch, dann sag halt, was das für ein Auto ist und dann ist es gut. Ja, ein VW-Käfer-Kombi. Ja, also. Ah.
fährt ein Mann mit seinem VW Käferkombi in eine Tankstelle. Ja, in was für eine? Das ist egal. Also man muss das schon ein bisschen detailreich, also nicht einfach so übergehen. Das kommt ja darauf an, das kann eine teure Tankstelle sein, dann ist der Mann reich, hat er viel Geld. Das kann dann wichtig sein am Schluss. Vielleicht fährt er zu einer Billigtankstelle, dann ist er total arm. Das kann ja alles... Vollkommen egal. Das hängt ja alles zusammen. Dann Chip! Also fährt ein Mann mit seinem VW Käferkombi in eine Tankstelle. Ja, Chip. Ja. Kommt der Tankwart, der Müller. Ist doch mir egal, wie der Mohas. Das ist auch vollkommen egal. Ja, wenn's egal ist, musst du es nicht erzählen. Der regt mich auf, so glaubst du das? Unwichtig ist du da wieder sagen. Wie tief ist es denn da? Wie ist es tief genug? Also was? Ja, der dankt dann, sagt der Fahrer, bitte voll tanken. Und dann dankt der Müller voll. Und wieder voll tankt, schaut er in den Kofferraum, sagt er, ja, was haben Sie denn da in dem Kofferraum? Was hat er denn da? Da haben Sie ja Pinguine drin, der Stücker 3. Ne? Der Stücker 3. Kein Mensch sagt mehr der Stücker 3. Das ist. Nicht mal in St. Goa sagt man mehr der Stücker 3. Der Stücker 3 kann man doch sagen. Sagt man drei Stück, aber nicht der Stücker 3. Drei Stück sagt kein Mensch. Sagt der, was haben Sie denn im Kofferraum? Da haben Sie ja zwei Pinguine. Ach, da ist ja noch eine. Mit den Pinguinen, sagt der Dankwart, dann müssen Sie nach Nürnberg fahren, in den Tiergarten. Ja. Und, das ist gut. Ne? Nach Nürnberg und, in den Tiergarten. Ja. Das ist schlecht. Das ist noch nicht Schluss. Das ist noch nicht Schluss. Das war so ein Zwischenhoch. Das war... Achso, das ist noch nicht Schluss. Nein, das ist schon reich. Nein, das kommt. Der Höhepunkt kommt ja schon. Es kommt die Pointe. Also zwei Tage später. Der gleiche Mann mit dem gleichen Auto fährt zu der gleichen Tankstelle. Und der gleiche Dankwart, der Herr Müller, kommt wieder. Und dann sagt er wieder voll danken. Und dann dankt er wieder voll. Und wieder, da sagt er, ja, jetzt haben Sie ja immer noch die Pinguine im Kofferraum. Und heute haben Sie ja Badehosen an. Sagt der Fahrer, ja, vorgestern waren wir im Tiergarten, heute fahren wir ins Hallenbad. Das hat er nicht kapiert. Ja, und was denn für Hallenbad? Verstehen nicht, der Mann, der mir kann Witze erzählen und dann kommt er wieder mit und sagt nicht, was für Hallenbad. Also das war noch ein alter Witz. Das war ein echter alter Witz. Das erkennt man daran, weil da hat der Dankwart noch getankt. Und das macht mir heutzutage nicht mehr. Heutzutage ist alles anders. Die ganze Welt hat sich verändert. Die Technologie überrollt uns. Wir haben Internet und jetzt kommen alle mit den Telefonen, haben alle in den Hosentaschen. Ja, früher war ein Stecker dran, hast du im Kabel gehabt. Und jetzt haben wir alle iPhones und das ist ja wahnsinnig. Jeder, ich habe da eins dabei. Ich wollte sie eigentlich fotografieren und dann wollte ich sie veröffentlichen, aber das dürfe ich ja nicht mehr. Außer ich hätte die schriftliche Einverständniserklärung, dass ich sie fotografieren und das ist echt zu kompliziert. Darum fotografiere ich sie gar nicht. Aber ich kann damit leben. Also habe ich ein Bild und weiß nicht, wer das ist. Selfies werden immer so gern gemacht. Das ist auch so unsittig geworden. Nicht dauernd immer so, ich muss ein Selfie machen. Nein, das ist nicht schön, noch eins. Auch nicht schön, nochmal eins. Horch, wenn du 20, 30 Versuche brauchst, dass du ein schönes Bild hinkriegst, vergiss es, dann bist du einfach hässlich. Kann man aufgeben, braucht man nicht, weil die Handys immer haben. Dann haben sie ihre Watschen, ihre Uhren, ihre Apfeluhren. Ne? Und dann rennen sie rum und sprechen mit ihrer Uhr. Die können auch nicht mehr normal telefonieren. Wir haben es doch gelernt mit Wellscheibentelefon. Ne? Haben sie doch auch noch hier in Bingen, haben wir es noch. Ne? Ja. Ist ja nichts Verkehrtes, das ist so ein Wellscheibentelefon. Hat man telefoniert früher? Machen Sie heute nicht mehr. Heute nehmen Sie das Handy und dann laufen Sie so laufen Sie durch die Stadt, als ob Sie Waschbrot fressen täten. Sag mal, wie blöd sind wir denn? Waschbrot, hallo, ich bin. Verstehe ich nicht, warum? Dann hör ich doch, dann schreien Sie nein, weil Sie nicht hören. Ja, freilich, wenn da der Sprecher ist, muss ich das so hinhalten, da ist das Ohr. Hm? Aber vielleicht irgendwann die Evolution? Die macht dann vielleicht irgendwann die Evolution vorne an der Hand das Ohr hin, weil das Handy immer da liegt beim Sprechen. Dann ist da das Ohr. So verformen wir uns irgendwann. Hm?
Und dann müssen sie auf ihrer Uhr, wenn sie eine Nachricht gehen können, sie es nicht lesen, dann müssen sie es wieder auf ihr iPad. Oh, das nächste drum. Muss da wieder rumschleppen. Ein iPad. Ah, das ist super. Da kann man Bücher runterladen. Ich will keine Bücher runterladen. Ich will Bücher lesen. Da kann man tausende von Büchern. Ich brauche keine tausende von Büchern da drauf. Ich will ein Buch lesen. Fertig. Nicht so ein Taschenbuch. Kannst du mal. Danke. Ja, es ist. Nein, ist doch. Das bringt ja viel mehr. Da hast du was in der Hand. Da kannst du blättern. Da hast Essensreste mit drin. Ne? Und dein iPad ist viel besser. Ha, die mit ihrem iPad sagen, das ist nicht immer gut. Es gibt Momente im Leben, ganz spezielle, intime Momente. Wenn du mal auf dem stillen Örtchen, ne? Und dann langst du dann rüber und in dem Runden ist nichts drin. Dann schaust du blöd mit deinem iPad. Ich mit meinem Taschenbuch. Ha, ich bin vorne dran, ich sag Inhaltsverzeichnis, interessiert mich nicht, ratsch, gerettet. Ja, aber die, Moment, die mit ihrem iPad, ha, das hat zwar eine Wischfunktion, aber das nutzt ja einen Scheiß in dem Moment. Kannst du mal probieren? Oh. Taschenbuch ist immer gut. Haben wir mal sehr fest bei Eibigeln. Aber gut, wir können die Entwicklung nicht aufhalten, ja. Es wird alles anders auf der Welt. Die Kinder werden anders. Die siehst du schon, wie die miteinander reden, was für Namen haben. Was, wenn du am Schulhof vorbeigehst, dann, ich heiße Isabella. Das heißt so viel wie die Erhabene. Und sagt der andere, ich heiße Kevin Patrick. Das heißt so viel wie meine Eltern sind Geschwister. Ja, der ein und andere denkt sich, ist doch normal. Gut, aber. Damit die Namen nicht überhand nehmen, auf das Thema will ich eigentlich hinaus, dass Namen nicht überhand nehmen, sind wir Gott sei Dank in Deutschland, haben wir das Standesamt kümmert sich, dass nicht jeder Name genommen werden kann. Und der SWR hat eine Riesenausstattung und ich habe jetzt da hinten ein Original-Standesamt aus dem Jahre 1956. Schauen Sie mal. Ja, da schauen wir mal rein, was da so passiert. Entschuldigung. Ach, hallo. Ja, Sie. Entschuldigung, bin ich schon dran? Ja, Sie sind ja schon da. Ja, ich habe eine Nummer gezogen. Nein, bei uns müssen es keine Nummern ziehen. Ich habe eine Nummer gezogen, habe ich draußen. Doch, XL. Haben Sie von meinem Kollegen aus dem Pullover das Etikett rausgerissen? Drum hat sich das bewegt. Dann war es nicht mein Kollege. Ha. Bitte, nehmen Sie Platz. Darf ich mich da hersetzen? Das ist aber nicht. Ich komme. Also ich weiß doch, für was Sie da sind. Ich kenne doch meinen Job, ich kenne unser Amt. Ne, legen wir doch gleich mal los. Das ist schön. Wir haben gedacht, Sherlock Holmes. Na, das geht gar nicht. Sherlock Holmes geht überhaupt nicht. Das ist eine literarische Vorlage. Ja, Sherlock Holmes ist ein schöner Name. Nein, also ist das ein klassischer Nachname. Warum? Holmes ist ein typischer Nachname. Sherlock-Holmes, dann ist es ein Vorname. Sherlock Holmes. Sie können nicht einfach irgendwo einen Bindestrich reinsetzen und dann behaupten, das wäre ein Vorname. Doktor, das ist wie beim Karl-Heinz. Karl-Heinz ist der Vorname. Wenn der Karl-Heinz, dann ist es ja der Herr Heinz, der Karl mit Vornamen heißt. Also wenn der Herr Heinz mit Karl, dann ist es der Karl-Heinz. Aber wenn jetzt der Karl-Heinz-Heinz zum Beispiel, dann hat er ja der Karl-Heinz-Heinz. Wäre blöd, weil dann kommt Heinz-Heinz hintereinander. Da wäre schöner, wenn er Heinz-Karl-Heinz heißen würde. Aber Heinz-Karl-Heinz wäre besser wie Heinz-Heinz-Karl-Heinz. Wenn man der Heinz-Heinz-Karl-Heinz heißen heißt, dann heißt er der Heinz-Karl-Heinz, kein Heinz-Karl. Nein, wir sind ja nicht beim Heinz und nicht beim Karl, wir sind ja bei Holmes. Und Holmes ist ein Nachname. Deine Spuren im Sand, die ich gestern noch... Kennst du doch. Der Holmes hat es gesungen. Der Michael Holm. Der Holmes hat es gesungen. Nein, der Holm, er heißt Michael Holm. Strohholm. Nein, das heißt Strohhalm. Der wird ja bald abgeschafft. Der Michael Halm wird abgeschafft? Nein, der Strohhalm. Der Strohhalm. Das ist der Michael Holm. Sie können höchstens sagen, dem Michael Holmes seine Lieder. Dann ist es richtig. Dann ist das Vorname. Das ist plusquamperfekt in der dritten Vergangenheit. Plus? Ja, da kann man jetzt keiner das Gegenteil beweisen. Ne? Da braucht er gar nicht so tun, als ob. Ich habe noch mit Tunswörtern habt ihr noch gelernt. Ja. Tunswörter. Ist es der Quasi-Monogenitiv? Geh nicht tief ins Wasser, weil es da tief ist. Da. Warte mal.
Aber was klang? Einmal mal aufgeschnappt irgendwo, was kann man mal wo? Ja, ja, ja. Nehmen wir es halt. Schauen Sie, Trend ist doch jetzt auch wieder so klassische Namen. Ha. Sind wieder so im Kommen. So Gisbert. Gisbert? Ja. Walburga. Zum Beispiel. Ja, ja. Aber man muss aufpassen, es gibt ja die sogenannten Stars. Die Stars meinen immer, sie könnten ihre Kinder so nennen, wo sie es gezeugt haben. Ja, Paris, Diego. Wo kommen wir da hin, wenn man die Kinder so nennt, wo man es gezeugt hat? Also weg. Da würde ja jedes dritte Kind Eckkneipen-Scheißhaus heißen, ne? Kann man doch nicht machen. Eine. Oder hinterm Sofa. Hinterm Sofa, komm mal vor. Hinterm Sofa? Ja. Das irritiert mich jetzt leicht. Na, wenn du am Sofa gerade drüber bist und dann rutscht du aus und dann fällst du hinunter und der letzte Sprutz ist dann unten also, und dann ist quasi, muss es hinterm Sofa heißen. Oder Küchentisch. Küchentisch, geh mal her. Ja, das, ich glaube, das führt jetzt ein wenig zu weit, ihr Fantasie. Man muss aber da gut aufpassen. Schauen Sie, mein Kollege hat letzten Monat geheiratet, der hat jetzt den Namen seiner Frau angenommen. Ja, wie heißt der? Claudia. Ja, dann aber ich hätte schon gerne Sherlock Holmes. Nein, das geht überhaupt nicht. Das lassen wir nicht zu, Sherlock Holmes. Das ist seit 3 Jahren, sage ich jetzt schon. Was, Sherlock seit 3 Holmes? Jahren? Nennen Sie Ihr Kind schon Sherlock Holmes? Ja, wir reden denn vor dem Kind? Das ist mein Hund, ich brauche eine Hundemarke. Das ist so, weiß ich. Furchtbar. Ich. Tu mal jeckle aus, wenn es jemand friert, kann er es gerne holen. Das ist kein Problem. Ach ja. Meine Damen und Herren, es ist immer schön, wenn man mal ein bisschen weiter weg ist von zu Hause, wenn man auftreten kann, nicht nur in Franken oder nicht nur in Bayern, sondern wenn man mal raus darf, ja, bis hierher zu Ihnen. Das ist, man ist ein wenig aufgeregt, weil man weiß ja nicht, verstehen die Menschen einen auch, ja, weil wir können ja uns dann Dialekt nicht verbergen. Und dann war ich heute Morgen extra noch bei uns im Krankenhaus in Fürth, habe gesagt, ich brauche was zur Beruhigung, wir sind heute in Bingen, sehr, sehr illustres Publikum, ja, wunderbare Menschen, aber sehr streng zum Teil. Dann hat er gesagt, ja, was nehmen wir denn da, was nicht so aufregend ist, aber was Sie dann sehr schön beruhigt, nehmen Sie Baldrian-Zöpfchen, ja? Hat er mal so eine Packung gegeben, Baldrian-Zöpfle, solche Brummer waren das, ja? Da lutschst du eine halbe Stunde. Ich hab keinen. Fast nicht weggebracht, ja? Und ich habe ja gleich eins, nein, und dann gehe ich raus, dann treffe ich einen alten Schulkameraden von mir, den Rüdiger. Habe ich seit bestimmt 20 Jahren nicht mehr gesehen. Sag, ja, Rüdiger, wie geht's dir denn? Sagt er, weiß Volker, mir geht's gar nicht gut. Seit neuestem habe ich einen Sprachfehler. Sag ich, was hast du? Einen Sprachfehler. Sag, das ist doch kein Sprachfehler, das ist doch ein Pfeiffehler. Ist es ansteckend? Bin ich schon erschrocken. Und dann hat er gesagt, nein. So, jetzt gehst du mal rein in die Klinik, habe ich gesagt. Gehst in die Notaufnahme, ja, und sagst einen schönen Gruß von mir, vom Volksmannsheiser. Die soll dich ambulant behandeln. Ja, glaubst du wirklich? Sag, ja, geh mal rein. Also tschüss, ade. Auf Wiedersehen, ade. Ade, ade, ade. Der geht rein, kommt an die Notaufnahme. Kommt zur Notschwester, also wissen Sie, so eine Schwester, die man zur Not als Schwester nehmen kann. Ne? Und das sagt er, grüß Gott, ich bin der Rüdiger, mir schickt mein Kumpel, der Volksmannsheiser, Sie möchten bitte meinen Sprachfehler beseitigen. Sagt die Schwester, haben Sie überhaupt einen Termin? Ja. Nein, habe ich nicht. Müssen wir erst mal schauen, ob der Doktor Zeit hat für Sie. Geht mal rauf in den zweiten Stock, setzt sich auf einen von den 3 Sesseln, und machen Sie auf den Doktor. Im zweiten Stock. Ja, im zweiten Stock. Einer von den 3 Sesseln. Einer von den 3 Sesseln. Danke sehr. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ade. 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 Der geht. Moment. Moment. Der. Der geht in den zweiten Stock. Setzt sich auf einen von diesen 3 Sesseln. Dauert es nicht lange. Kommt der Doktor. Der nächste bitte. Ich bitte, wer? Na, ich. Ach, Sie? Sind Sie Kassenpatient oder privatversichert? Ich bin Kassenpatient, aber ich habe schon ein bisschen was einstecken. Na gut, bleib's mal da. Auf einmal klopft der Doktor. Ja, passt die Schwester. Tragen Sie die Papiere? Von wem? Na, vom Rüdiger. Wer ist denn das? Na, ich. Ach, Sie? Wer, ja? Gib's mal her. Bitte sehr. Danke sehr. Auf einmal klopft's nochmal. Herr Doktor, kille, kille. Ja. War es die Putzfrau? Haben Sie meinen Putzeimer gesehen? Kühle, kühle. Na, freilich. Nehmen Sie es dann mit und den Lappen auch. Bitte sehr.
Danke sehr. Gülle, gülle. Und Sie, wer ich? Ja, Sie, Gesinder, Operationssaal, wann Sie wieder dran sind. Wo ist denn der? Ich begleite Sie schon. Ist aber nicht Schwester, freilich ein Doktor. Auf Wiedersehen, ade, auf Wiedersehen, ade, 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 Wiedersehen, ade, ade. Nicht klatschen, nicht klatschen, nicht klatschen, nicht klatschen. Ich muss mich konzentrieren, ich muss mich können. Muss mich können. Also nochmal von vorne. Du kannst ja schon gar nicht mehr. Die kriegen schon noch von der Mutter. Die hat, verläuft die ganze Bauernmalerei. Ne? Sie können nicht lachen. Sie finden es nicht lustig. Gell? Sie, ist nicht so Ihr Geschmack, der Witz. Kommen wir es nachher in die Garderobe, ich erzähle Ihnen nochmal langsam dann. Ja, ja. Muss dann erklären, der Mutter. Die, warum lachen die? Also, der geht hin in den Operationssaal, legt sich auf so eine Pritsche, also auf diese Pritsche, diese mit vier Beinen, es gibt ja auch Pritschen mit zwei Beinen, aber auf diese die vierbeinige Pritschen, dauert nicht lange, kommt die Narkotesse. Ja? Haben Sie irgendwie Arzneimittelallergien? Herzschrittmacher? Oder sonstiges? Was wir wissen müssen? Sagt er, nein. Aber sagen Sie mal, Schwester, Sie sind auch nicht ganz gesund, oder? Wieso? Dass Sie machen die ganze Zeit. Sagt die Schwester, lieber ein paar Mal als einmal. Die haben den operiert, ich sag's Ihnen, auf und zu. Nach 2 Stunden war er fertig. Der geht raus aus dem Krankenhaus. Wen trifft er mich? Ich habe vergessen, weiterzugehen, sage ich. Und, Rüdiger, bist du wieder gesund? Sagt er, nein, gesund bin ich nicht. Aber es ist nicht mehr so langweilig. Oh. Vielen Dank. Ist denn da Andi Borsch auf dem Turm da drüben? Oder? Da kommt er wieder auf. Das Wetter, wenn ich sehe, da war es wieder aus das Mariechen nicht weit. Na, Ben, das Gott. So schaue ich ja also aus. Ne? Hock schon den ganzen Tag in Bingen im Café und aber wenn ich schaue, dann ist aber ein attraktiver Mann ist dann zu mir herkommen. Ah, der Beckenpeter. Eine geile Sau. Ja, und dann hat er den Mund aufgemacht. Aber dann hat er erzählt, der muss irgendwie auf Kreuzfahrt gewesen sein, auf so einer Billiglinie und so ein Zeug. Ich mach Kreuzfahrt nicht mehr mit. Ha, das ist Abendessen in 2 Sitzungen, sieh. Das war so anstrengend. 2x5-Gänge-Menü am Abend. Das ist nichts mehr in meinem Alter. Ist mir viel zu viel. Und da musst du ja deinen Reisepreis einfressen. Hilft dir ja nichts, ne? Weil sonst vergeben mir Liebesmüh. Na, wissen Sie, ich bin Witwe, ich bin pragmatisch. Ich kümmere mich um alles selber. Ja, was meine Beerdigung betrifft, habe ich alles schon geregelt. Habe ich einen Vorvertrag, das überlasse ich nicht meine Kinder. Ach, da kommt ja bloß was raus. Da kommt unser Streichquartett an. Dann meine Kinder, ach, das hätte ihr so gefallen. Dann geigen die da rum. Pff. Bei mir wird Rammstein gespielt. 2,5 Stunden. Die werden weinen. Aber wie? Am Grabstein habe ich auch schon besprochen mit dem Steinmetz. Muss ja wichtig, muss ja wegen der Sprüchler drauf. Die Leute sollen ja was zum Lesen haben, wenn sie die besuchen. Ne? Erst wollte ich draufschreiben lassen, schau nicht so blöd, da lieber am Strand liegen. Aber das ist so jahreszeitlich bedingt, das hat mir jetzt auch nicht gefallen. Jetzt kommt drauf, wer erben kann, der kann auch gießen. Ja. Ach, da bist du ja. Die Pinger Brigitte, oder wie nennst du dich hier? Komm rauf, hopp. Ja, Glinde da. Na komm. So. Ach, das ist ja schön.
So ein schönes Sofa hast du ausgesucht. Wunderbar. So, also es ist voll schön, ich finde es so entlanglaufen. Es ist ja schön, wie die alles angelegt haben und die ganzen schönen Kleingärten, die sie da haben. Alles das so sind ja Deko-Kleingärten. Das sind Parzellen und schön gemacht. Parzellen? Parzellen. Parzellen. Parzellen sind Parzellen, da, ja. Habe ich gesehen, dass alle draußen machen Fotos, wenn ein Schiff vorbeifährt. Ja, mit ihrem Telefon machen die Fotos. Mit ihrem Handy. Handy mit das macht man doch heutzutage. Wir haben kein normales Foto mehr. Hey, hätten wir früher mit dem Telefonhörer versucht zu fotografieren, ja, da wären wir in der Klapsmühle gelandet. Ja, ne? Heute machen sie es alle hier halten und drücken. Ja, und aber ich verstehe, die sagen, sie können ohne Handy nicht leben, können nicht sein ohne Handy. Und dann machen sie Fotos und dann müssen sie es ja wochenlang einschicken. Ne? Warum müssen die das einschicken? Na, wenn sie Bilder entwickeln. Müssen Sie das Handy einschicken? Musst du das Handy nicht einschicken? Natürlich. Nein, das brauchst du doch nicht. Da ist doch kein Film mehr drin. Weißt du auch, das ist noch viel weiter schon. Das muss man einschicken, damit man die Bilder entwickeln kann. Na, überhaupt nicht. Die sind doch gespeichert im Handy. Ja, eben. Na, da haben kannst du das runterladen auf dein PC. Wohin? Auf dein PC. Auf dein Computer. Ja, WC habe ich daheim. WC. Ja, da kannst du das neu fallen lassen. Dann sind sie aber weg. Und wenn du einen Ausdruck willst, dann musst du halt, du gehst zum Drogeriemarkt. Ja? Ja, nimmst deinen USB-Stick, den steckst bei dir rein. Und du hast das runter, was du brauchst. Und dann gehst du in den Drogeriemarkt, die haben extra Computer, und da steckst du es dann wieder rein. Du bist eine alte Sau. Glaubst du das noch einmal? Kann man doch. So unhygienisch. Kannst du wieder abwischen? Na ja, freilich. Und dann sieht im Drogeriemarkt jeder meine Bilder. Nein, das geht doch nur einmal. Das tust du über einen USB-Stick, dann druckst du es aus und dann ist es wieder weg. Also, mein Enkel sagt, wenn der Computer mal was hat, das vergisst er nie. Das bleibt einmal im Netz, bleibt das immer drin. Das kann man nicht mehr löschen. Wenn da mal Bild im Drogeriemarkt ist, kommt jeder vorbei und schaut sich meine Bilder an. Geht doch nichts an. Die CIA hat ja meine Bilder. Was will bitte die CIA mit einem Bild von deiner fetten Katze? Meine Katze ist nicht dick. Ach, freilich. Kannst du einen Sprengkörper verwenden? Also bitte. So eine süße Katze habe ich, das Morle. Also so schön. Die ist so intelligent. Die kann bis zu 10 Tage alleine bleiben, wenn ich einmal im Urlaub bin. Die verhungert doch. Nein, ich habe einen Kühlschrank mit Katzenloch. Ja. Da geht die rein, holen sie was raus und dann alles offen und so. Und dann, wenn sie drin bleiben sollte, dann ist ein Sensor im Kühlschrank, dann schaltet sich der Kühlschrank ab. Ja, das ist ein intelligenter toll. Kühlschrank. Ach, deswegen, da sind wir rausgefressen. Die schläft ja manchmal bei mir im Bett. Ja, da schlafe ich aber am Sofa. Ja. Na, das wie ist die Bimsbetti, die hat 2 Katzen. Wohnt im Hochhaus im 7. Stock und hat 2 Katzenviecher. Hm. Ja, da sind wir mal hingefahren. Die eine ist aus dem Fenster gesprungen, die ist gestorben. Ja, hast du doch immer 7 Leben. Wir waren ja 7 Stockwerke. Ach so. Ja. Beim letzten war es vorbei. Ja, ja. Na, wir sind mit dem Aufzug aufgefahren im 7. Stock und das Hochhaus hat 14 Stockwerke insgesamt. War Klaviertransport gerade. Haben sie das Klavier aufgetragen? Das war der Ja, aber die haben nicht mehr einen Aufzug reingepasst, waren ja schon mir drin. Ja. Haben es laufen müssen. Und dann hat der Vater gesagt, jetzt habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht zum Hintern, ne, der das ganze Gewicht gehalten hat. Erst die gute. Naja, wir sind im 7. Stock von 14. Gott sei Dank. Und die schlechte, wir sind im falschen Haus. Man muss halt im Leben ein bisschen intelligent sein. Ne? Ja, das ist leider an dir vorbeigegangen. Ne? So an mir vorbeigegangen? Oh, was haben Sie denn wieder da drin? Sie haben die nicht in der Backe, ich schon. Mal mit der noch heimfahren. Ja. Ich war es viel. Ich war auf der höheren Mädchenschule. Ich war im 3. Stock. Du warst ja auch viele Sachen. Ach, du warst doch gar nichts. Ach. Wenn man mal, dass ich dir eine Frage stelle, was du nicht weißt. Hat ich nicht wissen. Da wäre ich ein 100er dagegen. 100 Euro, wenn ich was nicht weiß? Ja. Wenn ich was nicht weiß, zahle ich keine 100 Euro. So viel hast du ja gar nicht. Ist nicht so viel Geld. 10 Euro kriegst du. 10 Euro, ja, freilich. Also gut. Dann fangen wir an. Ja, weil ja. Dann frag einmal. Genau. Was ist in Bingen am Berg in der Nacht grün, am Morgen, wenn die Morgensonne kommt, gelb und in der Mittagssonne rot? In Bingen. In Bingen. In der Mittagssonne rot, am Berg in Bingen. Grün und gelb. Grün, gelb. Und also das, in Bingen direkt. In Bingen direkt. In Bingen. Was ist nicht? Was ist nicht? Na, was ist nicht? 100 Euro.
dem wieder, will ich es gleich wieder bar haben. Na, freilich. Hey, dann sag mal, was ist es? Ich weiß es auch nicht, da ist ein Zehner. Nee, doch, beschissen. Beschissen hast du. Wir waren früher schon. Wir waren früher mal Skifahren. Wir fünf Mädels waren wir und da sind wir mal ohne Männer. Ist ja auch mal schön, wenn du die nicht dabei hast. Ne? Sind wir ins Albachtal immer zum Skifahren gefahren. Hm. Am Anfang waren wir in Bad Kissingen immer, aber ja, da war kein Schnee, mehr. War kein Berg, das war blöd. Ja, ja. Die Bingener Bergbahnen haben dann auch Konkurs gemacht. Ne? Sind wir auch immer nach Bingen zum Bergbahnfahren. Ja, dann sind wir nach Albach. Da haben wir schneesicher und haben wir Skifahren können. Das war das einzige Mal, wo wir 72 waren in Albach, wo ich, da habe ich meinen Mann betrogen. Was? Einmal. Du hast deinen Mann betrogen. Das war das einzige Mal, wo das ist passiert. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Das ist passiert. Das war aber auch der Toni schuld, muss man schon sagen. Ja, es ist immer der Mann ist dann schuld. Das war der Skilehrer. Das war ein, also, da kann der Hansi hinterher einpacken gegen den. Also, das war ein Traum von Mann, also muskulös und charmant, gut aussehen. Also das war wirklich alles in allem. Also Winnie-Du, Fossi-Bär, alles in einem. Der war so aber witzig. Gut gesehen hat er nicht. Nein, doch, doch. Nein. Wo er mittags immer hier auf der Hütte seid, hat er gesagt, Mariechen, jetzt gehen wir mal hinter, zeige ich dir mal den Heustadel. Und dann waren wir am Heustadel und dann haben wir alles gezeigt und dann haben wir halt Liebe gemacht. Ne? Also war Liebe gemacht? Ja. Jetzt weiß ich, warum sie uns die Specknödel aus der Suppe rausgehaut hat. Ja. Na, das war wirklich toll. Und dann jeden Tag in der Woche. Ich habe mich immer gefreut und habe immer gesagt, Toni, sag mir mal deinen Nachnamen, ich möchte doch dir einen Brief schreiben, ich möchte doch mit dir verbunden bleiben, du bist so ein toller Mann. Nein, ich sage niemand meinen Nachnamen. Jeder lacht, wenn ich meinen Nachnamen sage. Am letzten Tag habe ich gesagt, ich verweigere dir meinen Körper, wenn du mir nicht deinen Nachnamen sagst. Und da war er halt schon gierig auf mich. Ne? Ich war, habe ich auch gewusst, wie es geht. Ne? War ein fesches Mädel damals, muss ich sagen, ne? Und so weiter. Habe alle Tricks gewusst und so. Ja, ja, wirklich. Und dann hat er gesagt, na gut, dann sage ich dir, aber wehe, du lachst. Habe ich gesagt, nein, ich lache nicht. Hat er gesagt, ich heiße Toni Neuschnee. Hab ich gelacht. Ne? Du hast doch gesagt, du lachst. Ich sage, nein, ich lache nicht wegen deinem Namen. Aber mein Mann hat gesagt, ich wünsche dir jeden Tag 20 cm Neuschnee. Musik verliebt, ja? Ist schon los? So manche in einem Song. Paris Hilton. Hey, wer braucht dich schon? Gar keiner braucht. Und die Mädels mit dem Silikon. Und die kleinen Schlüpfer. Alles total affektiert. Das war furchtbar. Und hintenrum sind denoviert. Und gepierst, pierst, pierst. Wahre Männer, die wollen einfach mehr. Nicht zum Beispiel. Aber wo kriegt man das nur her? Das frage ich mich auch. Nicht aus Paris und auch nicht aus Dakar. Ja, woher? Na, das ist doch vollkommen klar. Es sind die schönen Frauen von Fürth, wo jeden Kerl ganz anders wird. Richtige Fege von Robin Hood, Traum der schönsten Jäger. Es sind die schönen Frauen von Fürth, wo jeder Mann den Kopf verliert. Dann bei den schönen Frauen von Fürth. Sie sind alle Tage lieb und zart. Und so goldig. Und total gefährlich in der Nacht. Na, das ist doch schön. Wie eine Fee so apart. Ich schon. Und wie so ein Röschen so zart. Ihre Leidenschaft ist genial. Bloß das, Gott, das. Aber wo gibt's es überall? Ja, wo denn? Nicht in Tagore und auch nicht im schönen Bingen. Nicht? Na, das ist doch vollkommen klar. Es sind die schönen Frauen von Fürth, wo jedem Kerl ganz anders. Leck mich doch einmal. Richtige Finger. Traum der schönsten Jäger. Es sind die schönen Frauen von Fürth, wo jeder Mann den Kopf verliert. Dann bei den schönen Frauen von Fürth. Bei wem? Bei uns. Dann bei den schönen